Hier kommen 5 Fakten über Shy Guy, die du vielleicht noch nicht wusstest. Die mysteriösen Shy Guys erschienen erstmals im Spiel Super Mario Bros. 2. Die Maske ist wohl das auffälligste Merkmal an ihrem Erscheinungsbild. Augenscheinlich wird sie durch das braune Band am Kopf gehalten. Tatsächlich ist sie jedoch gar nicht mit diesem verbunden. Wie fast von jedem Gegnertypen gibt es auch von Shy Guys verschiedene Unterarten. Die interessanteste ist wohl der Bandit aus Super Mario World 2. Auch wenn es sein Aussehen nicht vermuten lässt, gehört er tatsächlich zu den Shy Guys. Eine Variante der Shy Guys hatte einen Gastauftritt in The Legend of Zelda Link's Awakening. Hier verkörpern sie den Masked Mimic Feind und ahmen sämtliche Bewegungen von Link nach. Shy Guys können nicht eindeutig als gute oder böse Spezies eingeordnet werden. Vielmehr handelt es sich bei ihnen wohl eher um Opportunisten, die zweckmäßig handeln, um günstige Gelegenheiten immer zu ihrem Vorteil ausnutzen zu können. Dies erklärt ihr ambivalentes Verhalten gegenüber Mario und Co. Was sich hinter ihrer Maske befindet, ist immer noch ein großes Geheimnis, das bis auf Luigi niemandem bekannt ist. Hacker haben es jedoch geschafft, die Kameraperspektive der bekannten Szene aus Mario Power Tennis zu ändern, sodass wir zu sehen bekommen, was nur Luigi vorbehalten war. Schockierend, nicht wahr? Schreibt in die Kommentare, um wen es als nächstes gehen soll, macht das Plus weg für mehr und schaut gerne auch auf Twitch vorbei, wenn ihr Lust habt.